Wir springen ein paar Tage vom 31. Oktober zum 3. November, ebenfalls abends. Jetzt gehen wir der Sache mit Julia mal ein wenig auf den Grund. Amazing performance, don't you think? With the fairy singing through the music box. Yes, it was, Lawrence. I'm so glad we went with that song. Only, it made me wonder how beautiful it would have been if Julia were here to sing with us. Langsam wird's auf jeden Fall eindeutig, dass Julia nicht mehr unter uns weilt. Kann man mich eigentlich gut hören? Ich habe ein bisschen Sorge, jetzt wo ich die Mute-Taste endlich gefunden habe, dass ich mich zwischendurch mute und man mich einfach gar nicht mehr hört. Jetzt kommt doch schon traurige Musik. Es ist ja ganz schön dunkel jetzt schon um 7 Uhr. Ach, es ist ja auch im Winter. Es ist ja auch früher Dezember. So, in dem Tagebuch hat sich nichts geändert. Das hatten wir vorher auch schon. Sehr schön. Gut, wenn man mich hören kann. In dem Buch hier stand nur... Interessant ist auch, dass die Fehler aus Rhône nicht wiederholt werden sollen. Rhône ist ein Ort, der später auch nochmal wieder erwähnt wird. Oder sogar einigermaßen wichtig ist. So, ich gucke nochmal eben hier. Die Schlange ist wohl nicht mehr da, ne? Ah, dahin sieht man noch die Abendsonne ein wenig. Rosa am Himmel stehen. Also nein, man sieht nicht die Sonne am Himmel stehen, aber man sieht das Abendrosa. Mann, das ist aber echt schön irgendwie. Man sieht schon die ersten Sterne da oben. Ich weiß nicht, ob man das im Stream auch erkennen kann. Ein paar Sterne sieht man ganz leicht. Den blauen Abendhimmel und das Rosa am Horizont. Also das muss man From Software echt lassen. Auch wenn es nicht unbedingt die grafisch schönsten Spiele sind, aber der Stil dieser Spiele ist immer 1A. Moment. War das dann unten der Platz? Mit dem Kringel drumherum, den meine ich. Ah. Nee, hier ist wieder der Stock. Aber keine Münze. Den Stock werde ich nicht mehr brauchen. Die Münze habe ich ja schon. Ich hätte ihn doch. Also wenn die hier wäre, dann hätte ich sie doch schon finden müssen, oder? Eigentlich. Ist auch so dunkel. Nun ja. Ah, jetzt funktioniert das mit dem Wegladen des Levels. Oh, das ist auch nicht schlecht, das ist auch schön. Bisschen doller der Nebel auf den Bergen, aber jetzt können die Sterne auch doller sehen. Oh, ist das der Mond? Ja, das ist der Mond. Mann, das ist aber schön. Oh, ich mag die Atmosphäre hier. So, was ist denn unser Auftrag? Der Host war gar nicht mehr bei mir. Ich verstehe nicht ganz. Mein Host zu dir. Ach so, ja, kein Problem.
Das ist ja gar kein Thema. Okay. Das Feuer im Kamin ist runtergebrannt, nur noch ein bisschen glühen da. Ist da oben jemand? Ich will mal eben gucken, ob man was sehen kann. Nee. Hier ist eine traurige Stimmung. Das Konzert war doch ein voller Erfolg. Die Hintertür ist geschlossen. Klassenzimmer ist leer. Oh, da sitzt jemand. Marie? Bist du das? Oh, kind fairy, you're here. I must ask you something. Sie. You're the only one I can turn to. Please, read the letter. Kann sie mich sehen? Also es ist ja tatsächlich so, dass die Augen sich ein wenig hinterherdrehen, aber sie hat mich in der Videosequenz gerade wirklich verfolgt. Brief von Julia. Ach, Entschuldigung, das ist nicht Marie. Ein Brief geschrieben in zarter Schrift. Guter Geist, ich bitte Sie, gehen Sie in den Wald und retten Sie alle. Sie dürfen nicht so weit nach draußen, oder Sie werden alles verlieren. Das ist ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir gehen nach draußen. Schlüssel zum Krankenzimmer. Der Schlüssel zum Krankenzimmer. Ins Schlüsselloch gesteckt, öffnet er die Tür. Wir waren noch nie im Krankenzimmer bis jetzt. Da konnten wir noch nicht rein. Gehen nach draußen. Okay. Die Tür ist offen. Ich wollte mir den Hund mal angucken. Hallo. Das war der Ort, die Tür zum Lager, wenn ich mich richtig erinnere. Das kommt uns gleich an. Aber sie, sie wird mir langsam unheimlich. So. Schauen wir mal. Hier ist nichts. Und die Bibliothek ist auch zu. Okay, das interessiert mich brennend, aber erstmal gehen wir dann mal nach oben. Können wir auf den Dachboden? Macht das Sinn? Nach draußen können wir gerade nicht. Ich glaube, hier ist aber sonst auch nichts, oder? Nee, da ist auch nichts drin in der Box, wo Rosa immer Sachen drin versteckt. Dann mal ein bisschen schneller. So, los geht's.
glaube, hier ist der Jungenschlafsaal auf der Seite. Ich glaube, das Krankenzimmer war auf dem Mädchen, bei dem Mädchenschlafsaal. Ja, hier ist auch alles zu. In der Bibliothek können wir nichts tun. Und hier ist nach wie vor kein Zutritt. Okay. In den Mädchenschlafsack können wir auch nicht rein. Und ich glaube, hier ist das Krankenzimmer. Okay. Ich mache mich mal bereit. Für den haben wir das. Haben wir den Schlüssel. Es ist ganz schön dunkel. Für Linkshänder gedacht? Wahrscheinlich. Hier sind allerlei Arzneien im Krankenzimmer zu finden. Und da haben wir zwei Betten. Und in einem Bett liegt sogar ein Patient. Nun, da möchte ich nicht zu viel drum rumfackeln. Wir haben es uns ja schon lange gedacht. Es ist Julia und sie sieht nicht gerade gut aus. Und das ist der Part, den ich wirklich echt nicht so, den ich echt eigenartig finde. Die Tatsache, genauso wie bei Nu vorher, warum wurde sie nicht vergraben, wenn sie gestorben ist? Boah, ich erschrecke mich jedes Mal neu. Ist ja noch das Bändchen. Ich meine, sie sieht aus wie ein Zombie, sie ist schon eine ganze Weile tot. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn die bei diesen Reihen zoomen. Ich habe auch an der Stelle, wo ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich echt Sorge, dass sie jeden Augenblick aufsteht. Oh, das Rauschen. Das kam gerade. Ja, beim Greifen danach hört man auch das Meeresrauschen wieder. Und wie haben wir, hier haben wir wieder die Brosche, die wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Die Geistbrosche. Eine Brosche verziert mit einem Bild eines Geistes, der neben einer Blume sitzt. Sie ist abgetragen und fühlt sich glatt an. Ich hatte schon mehrfach im Spiel gefragt, wo ist diese Brosche hin? Sie hat sie am Anfang getragen und danach haben wir sie nie wieder gesehen. Danach gab es einen kleinen Zeitsprung um 3 Monate oder so. Und da ist sie. Das bedeutet für mich so ein bisschen, dass sie am Anfang im ersten Kapitel, als wir das mit der Blume gemacht haben, die wiederbelebt haben, dass sie da tatsächlich auch noch gelebt hat. Aber danach haben wir sie nie wieder mit der Brosche gesehen. Und mir ist gerade eingefallen, wo die letzte Münze ist. Da. Klar, dass ich sie nicht finden konnte. Das ist die 8. Münze. So. Jetzt ist die Frage, was ist passiert? Zwischen dem ersten Kapitel. Und das müsste ja eigentlich quasi zwischen den Kapiteln gewesen sein, als wir ihr gezeigt haben, dass wir da sind. Als sie uns quasi gebeten hat, ich will jetzt nicht sagen, ein Gebet gemacht hat, das ist vielleicht zu stark, aber als sie uns gebeten hat, zu kommen,
oder zu ihr zu zeigen, ein Zeichen zu geben, dass wir da sind. Und den Kapitel, was danach kam, als wir mit Hilfe ihrer Kräuter den anderen Kindern zeigen sollten, dass wir existieren. Irgendwo dazwischen, da war auch ein Zeitsprung von etwa 3 Monaten, da muss es passiert sein. So, hier liegt niemand drin. Ich weiß nicht, warum. Es ist schrecklich genug, dass sie gestorben ist, aber ich weiß nicht, warum sie nicht begraben wird. Stattdessen ziehen die Kinder es anscheinend vor, sie hier aufzubewahren. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an die vorletzte Staffel von American Horror Story, wo dieser eine Bösewicht seine Eltern noch immer aufbewahrt, eingelegt in irgendein Mittel. Ich weiß nicht genau warum, ich glaube, um den Verwesungsprozess aufzuhalten. Kinder, die Leichen aufbewahren, sind dir suspekt? Wie? Ich verstehe dich nicht. Müsste die nicht noch sympathischer jetzt sein? Das heißt aber auch, dass diese Julia, die hier sitzt, auch nicht mehr am Leben ist. Oh, guck mal, die Träne. Das ist ein schöner Effekt. Dass da auf ihrer Haut quasi der eine normale Shader ist, der nicht so reflektiert. Und an der Stelle, wahrscheinlich durch eine Alpha-Maske gelöst, an der Stelle, wo die Träne runterläuft, so ein reflektierender Shader ist. Das ist ganz hübsch. Um zu zeigen, dass das nass ist. Sie verfolgt mir auch mit den Augen. Aber ich glaube, das machen alle Kinder, nicht nur sie. Okay, wir können letzte Münze noch abgeben. Das ist jetzt auch für mich neu. Ich bin mal gespannt, ob was Tolles passiert. Vielleicht ist das auch nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Gucken wir mal. Die 8. Münze. Hatten die das am rechten oder linken? Moment. Das kommt jetzt wirklich unerwartet. An der linken Hand haben die Kinder das. Vor allem da das so ein Detail ist, was mir jetzt auch erst beim zweiten Mal spielen aufgefallen ist. Kann ich mir das anstecken? Kann ich? Ich habe vergessen, mir die Notiz durchzulesen. Nein, da hättest du bestimmt gestanden. Es tut mir leid. Ich war zu aufgeregt, weil ich es dran machen wollte. Ich hole das beim nächsten Mal nach, dass ich mir anschaue, was in der Notiz gestanden hätte. Leider kann ich das nicht mehr nachlesen, weil ich es nicht mehr abnehmen kann. Kleines Deckchen drin. Ich gucke beim nächsten Mal nach, was es ist. Jetzt habe ich auch so ein Bändchen. Es ist bestimmt einfach nur ein Freundschaftsband. Ich habe jetzt auch sowas. Okay. So, dann gehen wir mal runter in die Vorratskammer und verlassen die Schule. Das ist ja Teil der Schule. Aber die Kinder haben gesagt, wir sind rausgegangen. Mal gucken, wo das hier hinführt. Die Musik hört auf. Das ist ein verdammt großer Vorratsraum. Riesige Kisten stehen hier. Vielleicht sind die voller Lebensmittel. Ich weiß es nicht genau. Hier sind die Spuren eines... Ah ne, das sind sogar Schienen. Das sind nicht nur Spuren eines Wagens, das sind richtig Schienen. Wie in einem Bergbau.
Okay. Das ist ein riesiger Raum. Okay, gucken wir mal, was das für Phantome da vorne sind. Das sieht aus wie Herman und Lawrence. So, wir haben hier einen Hut von Lawrence. Lawrence Mütze. Aber das ist ein Echo, nur das Echo davon. Eine Wollmütze für Erwachsene. Wie anderes dazu gedacht, der Kälte zu trotzen. Ja, doch, dies ist nur eine Illusion und so weiter. To ask you one more time. Nils, oh. You're certain that you saw Nu alive again? Das ist nicht Herman. Yes, I'm sure of it. It wasn't just any mouse. It was Nu. The fairy brought him back to life. To repair the music box. Entschuldigung, das war nicht Herman, das war Nils. Bei ihm kann ich nichts nehmen oder so, ne? Er hat auch noch so ein richtiges Armband. Aber auch dieses Freundschaftsbändchen, das haben wir jetzt alle. So, sonst ist hier nichts. Okay, also die Hauptinformation aus diesem Gespräch ist einfach nur, dass Nils anscheinend seine Maus Nu gesehen hat, die jetzt wieder lebendig ist. Und aufgrund der Bücher, die er gelesen hat, weiß er, dass ich, der Geist, die Maus wiederbelebt habe. Hier ist auch noch ein Hinterausgang. Das führt noch woanders hin. Da hinten war die Schule. Aber dieser Vorratsraum geht noch weiter. Wir entfernen uns jetzt noch weiter von der Schule. Das sieht aus wie ein richtiger U-Bahn-Schacht oder so. Da unten sind noch Gleise. Können wir aber nicht weiter. Da sind die Phantome der Kinder auf ihren nächsten Stopp. Und da hinten geht es gleich wahrscheinlich weiter. Der U-Bahn-Schacht ist aber verschüttet, also der ist schon lange nicht mehr benutzt worden, offenbar. Aber es ist echt wie so eine Station hier, ne? Wie eine Station von einer... Ja, von einem Untergrundzug. Hier haben wir einen Korb mit Sandwiches oder sowas drin. Echo eines Korbes. Ein Tragekorb gefüllt mit belegten Broten, die Lawrence und Marie gemacht haben. Genau, Marie war sie hier. Entschuldigung, ich habe Marie vorhin... mit Julia verwechselt. Es könnte sein, vielleicht wenn sie ein Geist ist, kann sie vielleicht die Kinder nicht verfolgen oder so und muss in der Schule bleiben. Vielleicht ist sie, fühlt sich deswegen so machtlos. Das habe ich damals auch gar nicht gerafft. I know the headmaster said it's too dangerous to venture beyond the grounds. But we have to save Julia. We can't just give up. Also, so langsam bildet sich, so langsam kriegen wir ein Bild der gesamten Situation. Nils hat gesehen, dass Nu wieder lebt, hat den anderen Kindern davon erzählt, dass der Geist seine Maus wiederbelebt hat. Und das hat er auch in einem Buch gelesen. Eventuell hat er auch eins dieser Bücher in der Hand. Durch meine besonderen Geisterkräfte kann ich auch dieses Buch hier lesen. Das ist eine der Geschichten über die Geister. Geister und die Übertragung. Dieses Buch erzählt eine Geistergeschichte. Geister können Lebensspannen von einem auf ein anderes Ding übertragen, was wir im letzten Kapitel gemacht haben. Bei ähnlichem Gefäß. Das Leben einer Pflanze auf eine andere.
oder das Leben kleiner Kreaturen auf ähnlich große. Größere Kreaturen können natürlich nur mit ihresgleichen teilen. Das heißt, die müssen jetzt eine Kreatur. Die könnten theoretisch Julia wiederbeleben, wenn sie einen anderen Menschen oder ein anderes derart großes Tier finden würden. Doch dies ist bloß eine Illusion und so weiter. Mit dem Geist können wir nichts anfangen. Ja, es wird langsam unheimlich. Aber die Kinder vermissen halt die Julia und wollen sie unbedingt wiederbeleben. Fairies give and take the time one has to live. Just like in the story. So, if we ask nicely, the fairy will bring Julia back to life. Well, it's certainly worth a try. But the fairy would need the life of something very large and strong. We're going to go out and find something. Er hat das Problem erkannt. Die Kinder haben jetzt anscheinend einen Plan, ihre Freundin wiederzubringen. Hier scheint so etwas wie ein Hafen zu sein. Jetzt geht's aber schnell voran. Ich gucke, was am Ende des Schachtes noch ist, aber ich glaube, da ist nichts, oder? Nee, hier ist auch nichts mehr zum Untersuchen. Für uns ist die Tür hier nur interessant. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Watch your step, everyone. What is it? Are you all right, Nils? Nils hat sich für irgendwas erschreckt. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Wow. Ich mich auch. Obwohl ich das hätte wissen können. Oh. Den scheint etwas runtergefallen zu sein. Hier ist Herman. This is where the bat startled me, so my glasses should be around here. Oh, right there. That must be them. They've fallen quite a way. The steps could have got us down, but well, they're broken. Okay, wir können aber darunter. Da wir ein Geist sind. Da ist Nils Brille. Oh, viele Schritte sind das in diesem Kapitel nicht. Die Brille, die Nils immer trägt. Okay, da wieder hoch. Die haben nicht viel mehr zu sagen, das sind ja nur die Phantome. Du bist nur ein Phantom. Weit hoch. Das scheint ein Aufzugsschacht zu sein. Ja klar, wir haben den Aufzug gerade gesehen. Ich rede Blödsinn. So. Ha. Und hier sind wir jetzt anscheinend so weit oben, dass es schon schneit. Ach nee, es ist. Ja gut, es ist aber auch Dezember, ne? Ich gucke auf die Uhr. Ein paar Gräber. Kann man davon irgendwas lesen?
So. Und jetzt haben wir zwei der Kinder endlich gefunden. Und zwar Rosa und Nils, die beiden Jüngsten. Oh, die Sandwiches haben sie auch schon aufgegessen. Ein Teilkorb, was immer darin war, wurde bereits aufgegessen. Wir wissen, was da drin war. Ah, schöne Mäntel. Nils. Did something just move? Hm? I can't say. I can hardly see. I'm sorry, Rosa. What a time to lose my glasses. I must be quite the disappointment. Gut, dass wir die Brille schon gefunden haben. Hihi. Oh. Na, guck mal, die Haare kommen raus, wenn ich die Mütze abnehme. Eine warme gestrickte Mütze. Wie anderes dazu gedacht, Kälte zu trotzen. Ja, sie guckt mich auch an. Oh, ich bin in ihren Arm reingeflogen. Kann ich noch was machen? Außer die Mütze klauen? Ah, hier ist auch noch was. Das können wir uns auch mal eben anhören. Where are those three? Okay. Wir haben die Brille ja bereits. Die können wir ihnen mal geben. Oh, now I can see it. Yes, something's moving. Okay, I'll go and see what it is. You just wait here, Rosa. Really? Are you sure? Okay, wir haben ganz kurz etwas gesehen. Wie ein gelbes Licht. Die Schneeflocken stehen wieder still. Don't worry. I'll soon return. Besides, I need you to help me find my way back. You stay here and call out to me. I will. So. Okay, weiter kann ich hier im Moment noch nicht. Ich muss erst das Kapitel quasi fortsetzen. Das heißt, was auch immer hinter diesem Tor ist, das erfahren wir erst im nächsten Kapitel. Dann beende ich das jetzt erstmal, das Kapitel. So, da ist das Spiel schon wieder. Und jetzt gucke ich mal, ob mein Chat auch da ist. Ja, es lebt! Ah, tut mir leid, dass es lange gedauert hat. Jetzt habe ich leider von den tollen Raid von Kallix leider gar nichts mehr wahrscheinlich. Trotzdem danke an der Stelle nochmal. Ah, und es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe festgestellt nebenbei, als ich jetzt gerade mein Zeug umgebaut habe, dass ich offenbar... Ach, kann man mich hören so ganz nebenbei? Ist meine Tonstimme alles wie vorher? Kann man mich hören? Ich habe ganz nebenbei beim Aufbauen leider festgestellt, dass das Netzteil von meinem VR-Headset anscheinend eine kleine Macke hat. Nee, man hört nichts. Okay, dann ist alles in Ordnung. Danke, dass du wieder dabei bist. Boah, so. Nee, anscheinend, wir hatten ein Kaninchen früher, das ist manchmal hinterm Fernseher gerne bei jetzt den ganzen Kabeln hin und so weiter und hat da die ganz feinen Kabel, so wie dieses... Das Stromkabel von dem Netzteil, das ist ein sehr dünnes, die hat er gerne mal angeknabbert. Ah, mein Bot ist auch wieder da. Yay. drücke ich schon auf Fortfahren? Ja, ich drücke auf Fortfahren. Wir starten jetzt einfach mal. Das Kabel ist nicht ganz durch, aber mein VR-Headset hängt jetzt wirklich mit dem letzten Faden noch am Leben. So was Schlimmes. So, dann fahren wir mal fort.
3. November. Etwas später, auch am 3. November, 2 Stunden später. Wir erinnern uns, wir waren in dieser Schneelandschaft, nachdem wir die Schule verlassen haben, um die Kinder wiederzufinden. Julia, von der wir mittlerweile wissen, dass sie gestorben ist, hat uns gebeten, die anderen zu holen, da sie anscheinend selber das Haus nicht verlassen kann. 9 Uhr abends. Was machen die Kinder nur so spät draußen, ne? Oh, das liegt jetzt nicht am Netzteil. Moment. Eine ganz kurze Pause. Vielleicht ist das der Grund des Fehlers. Aber Moment, ich muss mein Headset einmal neu starten. So. Und da bin ich auch schon wieder. Ja. Ah, okay. Set-Tracking funktioniert auch wieder. Gut. Das liegt eventuell auch einfach an dieser Macke, an dem Kabel. Das ist aber beunruhigend. Genau wie diese düstere Atmosphäre hier. Ah, ich bin jetzt wieder online. Entschuldigung, ich habe mitten reingelabert mal wieder. Ich habe aber auch nichts Wichtiges gesagt. Nur, dass das äußerst beunruhigend ist, dass mein Kabel so einen am letzten Faden noch dranhängt. Das ist mindestens so beunruhigend wie diese düstere Musik hier. Ah, wir haben noch eine kleine Nachricht von Nils und Rosa, die anscheinend jetzt auch aufgebrochen sind. Be careful, Nils. And don't be long. Die sitzen sich schon wieder. Das, was Nuki letztes Mal aufgefallen ist. Warum sollte Rosa zu Nils sagen, machen Sie schnell? Das ist doch... Ach, Leute. Was hat da bei der deutschen Übersetzung nicht geklappt? Was ist da schiefgelaufen? Gut, dann gehen wir mal in diesen Wald weiter hinaus. Also hier ist vorhin von links nach rechts irgendeine Lichtgestalt gewandert. Oh. Apropos Lichtgestalt, dann sehen wir ein Phantom von einem der Kinder. Das gucken wir uns gleich mal an. Hier geht's ganz schön tief runter. Hier ist eine Brücke, die nicht mehr existiert. Sie ist eingestürzt. Und das geht echt tief. Wer da runterfällt, den können wir auch nicht mehr retten. Oh, das ist Rosa. Just how far have I come? Nils, where are you? If you can hear me, say something. Oh Gott. Da ist jemand. Okay, das ist... Oh, eine Schneeflocke. Abgelenkt. Das ist, Lawrence mit einer Katze. No! Stay away! Lawrence scheint Angst zu haben. Das ist gelinde ausgedrückt. Oh, please. Spare us. We'll leave. We'll be gone for good. Just please, please forgive us. Die Kinder haben ja offensichtlich etwas erlebt, was traumatisierend ist. Verlorener Schuh, ein einzelner Lederschuh in Erwachsenengröße. Er muss bei einem Sturz verloren worden sein.
Okay, dann mal schnell weiter und gucken, was hier los ist. Hier haben wir ein Phantom von Nils. Wait, what's that? Okay, da ist etwas. So, Entschuldigung, wollte nur kurz was checken, ob alles in Ordnung ist. Okay, Nils hat etwas gesehen da hinten. Da ist eine Blume. Und hier liegt ein Mantel und das Buch und Nils Brille. Die haben wir mal eingesteckt. Fairies. In Trading Time, das ist das Buch, wovon wir vorhin die Vision gelesen haben. Das Phantom gelesen haben. Ja, das Leben einer Pflanze auf eine andere oder das Leben einer kleinen Kreatur auf eine ähnlich große. Größere Kreaturen können natürlich nur mit ihresgleichen teilen. Dann ist das wahrscheinlich auch die Jacke von Nils. Hier ist auf jeden Fall sein Armband. Gewebtes Armband. Dieses Armband, kunstvoll gewoben, ist ein Glücksbringer, der Böses abwehren soll. Das Armband haben wir vorhin bei Nils gesehen, als wir hier durch den Keller gegangen sind. Verwelkte Blume. Eine einzelne verwelkte Wildblume, auf unheimliche Art verdreht. Offenbar wurde dieser Blume auch das Leben abgezogen. Was für eine Blume? Einfach eine Wildblume. Okay. Und hier liegt der Mantel von Nils. Okay, das ist echt beunruhigend. Das Buch, was Nils gelesen hat, das Armband von Nils und seine Jacke liegen hier. Und dahin ist ein Phantom, der etwas hier gesehen hat. Vielleicht die Blume? Ich weiß es nicht. Okay, dann mal tapfer weiter. Hoffen wir, dass mit Nils alles in Ordnung ist. Da hinten ist jemand. Und hier sind Phantome, die einen neuen Weg gesehen haben. Aber wir gucken uns erstmal, wer das da ist. Sieht aus wie ein kleines Mädchen. Das könnte Rosa sein. Rosa. Mann, der Mantel ist süß. Richtig niedlich. Schauen wir mal, was mit Rosa ist. Rosa hat es wenigstens über die Klippe geschafft, aber sie ist jetzt hier in einer Sackgasse und hat wahrscheinlich nicht den Weg gesehen, den ich jetzt sehe, da ich die Phantome sehen kann. Hier ist auch Lawrence bei, das heißt, Lawrence hat da oben etwas gefunden, da bei dem Licht, was ihn so erschreckt hat, dass er den ganzen Weg mit einer Katze merkwürdigerweise im Arm zurückgerannt ist. Und jetzt gerade kauert er vor Angst da hinten. Und Rosa weiß nicht, wo die Kinder sind. Gucken wir, was die Phantome zu sagen haben. Hey, you two. There's light coming from over there. You're right. Maybe we'll find someone. Let's find out. It's worth a try. Wir erinnern uns vom letzten Mal, die fünf Kinder hatten vor, etwas im Wald zu finden, was groß genug ist, um das Leben mit Julia tauschen zu können, damit sie Julia wieder zum Leben erwecken. Und offenbar haben sie Rosa und Nils zurückgelassen, weil die noch zu jung sind. Aber als Nils etwas gesehen hat im Wald, nachdem ich ihm die Brille zurückgegeben habe,
die er zuvor verloren hat. Da bewegt sich auch etwas. Mann, das ist unheimlich. Haben die beiden Kinder sich entschieden zu folgen? So, und hier haben wir eine andere Person, auch mit einer Katze. Vielleicht ist das die Katze, die wir gerade eben bei Lawrence im Arm gesehen haben. Oh, hier haben wir einen Stock. Ein Stock, ist das ein Gehstock wahrscheinlich, ne? Stock eines Alten, das Echo davon. Ein Gehstock des Alten, der starke Rückenschmerzen hat. Ein Gehstock? Moment. Ein Gehstock des Alten, der starke... Okay. Doch dies ist bloß eine Illusion und so weiter. Standardtext. Ist ja nur das Phantom von ihm. Guck mal, was er zu sagen hat. What are you doing out here without a cat? Fairies lurk in these parts, children. We can talk later. Hurry, come inside. Unless you want to be fairy feed. Das bedeutet, dass Geister in dieser Welt offenbar gar nicht so etwas Gutes sind, wie wir bis jetzt angenommen haben. Oder ich weiß nicht, ob wir das angenommen haben, aber offenbar sind Geister etwas Bedrohliches in dieser Welt. Und er sagt, dass man sich nur mit einer Katze raustrauen sollte. Wir haben ja vorher gelernt, dass Geister Angst haben vor Katzen. Weswegen ich an durch Wege nicht durch kann, wo eine Katze steht. Das ist quasi für mich ein Blocker. Und hier haben wir ein Phantom einer Katze. Weiße Katze. Ja, das ist die weiße Katze, die Lawrence vorhin ernannt hat. In der Schule haben wir eine schwarze Katze. Und das ist die weiße Katze, die Lawrence hatte. Die Katze des Alten, die Geister abwehren soll. Doch dieses Blöd ist eine Illusion und so weiter. Also sind Fairies in Wirklichkeit etwas Gefährliches? Und was ist das? Es hat sich gerade bewegt. Ich glaube, ich muss näher rangehen. Und an dieser Stelle im Spiel, das ist jetzt auch etwas Unheimliches, das ist ein ähnlicher Moment wie vorher mit Julia schon, dass, obwohl ich eigentlich in der Zeit bin, in der Welt bin, in der die Zeit stillsteht, wie wir in den Schneeflocken sehen können, kann sich dieses Geschöpf da hinten ganz genauso bewegen wie ich. Das bedeutet, dass da ist wahrscheinlich ein Fairy, also ein Geist. Oh, da hatte ich eine kurze Unterbrechung. Aber keine Sorge, hier ist jetzt keine Schleichpassage oder so, also ich muss nicht aufpassen, er kann mir nichts tun. Auch wenn ich beim ersten Mal, wo ich hier gewesen bin, echt mir ziemlich Sorgen gemacht habe, dass ich jetzt aufpassen muss oder dass irgendwas passiert oder dass er mich angreift oder so. Denn wie wir gerade von dem Alten gehört haben, sind Geister in dieser Welt etwas Furchteinflößendes, zumindest für Menschen. Jetzt sieht's aus, als würde er mich sehen. Aber er interessiert sich nur für das, was im Haus drin ist. Und wie man sieht, im Gegensatz zu mir ist dieser Geist nicht stablos. Er hat einen Stab. Er hat einen Feenstab bei sich. Das mit den blauen Augen ist auch interessant. Das deutet darauf hin, wo diese Vorstellung von Feen in dieser Welt hierher kommt. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wie der Autor hieß. Das muss ich mal, das muss ich auch mal bei Gelegenheit erforschen. Aber es gibt einen Autor, an den sich Miyazaki hier orientiert hat, bei denen Fairies nicht quasi diese netten, kleinen, lieben, elfenartigen Geschöpfe wie bei Peter Pan sind, sondern furchteinerregende Kreaturen, die Menschen die Zeit stehlen können und sie damit effektiv töten.
Und die sind beschrieben mit diesen blauen Augen. So wie er hier. Und dass sie diesen Stab hat, ist voll und deswegen auch interessant. Ich kann natürlich nicht hier rein. Ist natürlich abgeschlossen, weil draußen lungen ja böse Feen rum. Dass sie den Stab hat, ist natürlich auch gefährlich. Weil wir hatten ja bis jetzt nur ein einziges Mal den Stab und den haben wir benutzt, um den Rektor sein Leben abzuziehen. Das heißt, man braucht anscheinend als Fee diesen Stab, um damit Menschen auszusorgen. Und hier haben wir Marie, die natürlich nichts davon ahnt, dass hier draußen eine tödliche Fee auf sie wartet. Bringt mir das was? Ich gucke erstmal, was sie zu sagen hat. How long have those three been gone? The firewood store is only out the back, isn't it? When they come back, I'll take the cat and fetch Nils and Rosa myself. I have to face the cold like everyone else. Huh. Wir kommen selber gerade auch nicht hier rein. Oh, da oben sieht man aber etwas, wo sie hinguckt, oder? Okay, anscheinend sind die anderen im Moment... Moment, jetzt mal kurz nachdenken. Nils und Rosa haben sie zurückgelassen, weil es zu gefährlich ist und weil Nils seine Brille nicht hatte. Dann waren noch drei übrig. Und zwar Herman, Lawrence und sie. Und die haben den Alten getroffen. Mit ihnen waren sie in dieser Hütte. Aber anscheinend mussten die anderen drei los, um, ich weiß nicht, Feuerholz zu holen oder so. Und sie hat sich eigentlich vorgenommen, Nils und Rosa zu holen, sobald die anderen zurück sind mit der Katze. Ist das vielleicht ein Alarmsystem für Geister? Ich kann nicht zu dir rein, ne? Nee, ich verlasse das Spielgebiet, wenn ich versuche, meinen Kopf einfach reinzustecken. Okay. So, dann gehen wir mal weiter und gucken, wo die anderen sind. Wo ist denn der Geister nicht gerade? Ach, da ist er. Kann man auch reingucken. Eine Sekunde kurz. Ich check mal, ob mein Chat noch vernünftig läuft. Ja, sieht gut aus. Oh, aber irgendwie werde ich bei mir offline angezeigt. Bin aber online. Okay. Gut. Da hatte nur mein Twitch-Client ein bisschen Blödsinn gemacht. Okay. Da ist jemand. Das ist auf jeden Fall nicht der Geist. Der hängt nämlich da unten rum. Irgendwo da. Es scheint Herman zu sein. Mit einer Jägerfackel. So, schauen wir mal, was mit dir los ist. Calm down. Think. If the old man is right, and that's the only evil fairy, then there is a way. Ah, but I'd need fire for that. Was hast du vor, Herman? Okay, also hier im Wald hängt eine böse Fee herum und das ist er da hinten. Kann ich das nehmen? Eine unangezündete Fackel. Unangezündet ist sie aus weiter Entfernung. Was? Angezündet ist sie aus weiter Entfernung zu sehen. Möchtest du etwa die Fee ablenken? Also es sieht so aus, als würde er versuchen, zum Haus zurückzukommen, aber schafft es nicht. Oder er will, dass die anderen beiden, dass das nicht den anderen beiden, es ist ja nur noch Marie da, dass Marie vielleicht entkommen kann, aber die Fee ist draußen. Was auch immer er vorhat, ist es wahrscheinlich ziemlich verrückt.
Oh, da ist etwas. Ist das eine Mundharmonika? Nein, ein Messer. Messer. Das scharfe Messer des Rektors, das Herman heimlich genommen hat. Sich auf der Suche nach einem lebenden Wesen hinauszuwagen, ist nicht ohne Risiko. Okay, Herman war wohl der Einzige, der auch daran gedacht hat, sich zu bewaffnen. Aber das, was sie hier draußen fanden, dagegen kann man sich nicht so bewaffnen. Mundharmonika, wie naiv. Eine Waffe. Okay, wo kamst du her, Herman? Ah, man kann sogar Fußstapfen sehen, zumindest ein paar, die noch nicht verschneit waren. Da haben wir ein Phantom, eine Hütte. Da liegt etwas davor. Schauen wir, wer das ist. Der kommt mir doch bekannt vor. Da haben wir wieder den Lawrence mit der Katze. Das scheint der Anfang seiner Flucht gewesen zu sein. Das ist der gleiche Text wie vorhin bei der Katze. It can't be. He just withered up and vanished. Was it the evil fairy? Run away. I have to get away. Oh, shocking. Okay, offenbar hat Lawrence beobachtet, wie der Geist einen Menschen das Leben genommen hat. Und so langsam fangen wir an zu begreifen, was wir vorher im Wald gesehen haben, auf dem Weg hierher. Hier liegen nämlich die Klamotten des alten Mannes, bei denen... Oh, hoppala, bin gegengestoßen. Bei denen Lawrence beobachtet hat, wie ihn einfach die Zeit genommen wurde. Stock des Alten, ein Gehstock des Alten, der starke Rückenschmerzen hat. Ja, das ist der Gehstock von denen, die wir vorhin gesehen haben. The fairy is stealing my time. Run, children, as fast as you can. Wollten die hier noch Feuerholz holen? Ich weiß nicht genau, was sie draus machen wollten, aber aus irgendeinem Grund mussten sie die Hütte verlassen. Und dabei hat die böse Fee den alten Mann erwischt. Notizbuch des Alten. Ein Tagebucheintrag, einige Tage zuvor verfasst. Die Katze faucht, doch ein Geist verweilt. Der unsättliche Unhold, wann wird er verschwinden? Ich bin sicher, er würde gehen, wenn er genug Zeit bekommen hätte. Aber wer würde solch ein Opfer bringen? Also er hatte Hoffnung, dass der Geist abhaut, sobald er genug... Geist, Fee, ist jetzt mittlerweile echt austauschbar, die beiden Begriffe. Also er hatte die Vermutung, dass wenn der Geist irgendwann genug Lebensenergie aufgesaugt hat, dass er dann verschwinden würde. So, und hier haben wir eine Kerze, sogar mit Feuer. Man weiß auch, was gemeint ist. Ja, wir haben vorher die Klamotten von Nils gesehen und jetzt sind die Klamotten des Alten und ein Lawrence, der zu Tode verängstigt ist. Wir können uns ungefähr vorstellen, was wahrscheinlich mit Nils passiert sein muss. Eine brennende Kerze. Die nehmen wir uns mit. Ja, Entschuldigung, wenn ich es teilweise vielleicht zu... es zu einzeln erkläre. Das stimmt schon. Das ist halt meine Art und Weise, solche Spiele zu spielen, dass ich versuche, jedes Detail zu analysieren. Da vergesse ich manchmal,
Offensichtliches von weniger Offensichtlichen auseinanderzuhalten. Okay. Wo ist die Evil Fairy gerade? Wir haben hier... Ja, wir können uns ja denken, was er wahrscheinlich vorhat. Er will auf jeden Fall den Geist ablenken. Egal wie tapfer Herman ist. Er wird es nicht mit diesen Gegner aufnehmen können. Leider bleibt mir aber nichts anderes übrig, wenn ich will, dass das Spiel weitergeht. Ich will nur mal kurz nochmal gucken, ob der Geist immer noch dort ist, wo er vorher war. Ja, er ist immer noch hier und guckt in das Haus rein. Ja, er patrouilliert auch weiter. Gut, dann tun wir unsere Schandtat. Da ist der Geist. Ah, ist auch nur noch ein Schritt für dieses Kapitel. And there was fire. Thank you. You were here the whole time. Oi! Evil fairy! Over here! I'm right here. Take it! Whatever time I have! Nein. Können wir noch beobachten, wie die Fee hier hochkommt, oder müssen wir das Kapitel wechseln? Wahrscheinlich müssen wir wechseln. Ja. Herman war immer der tapferste von allen.